war ich ja extrem begeistert. Es ist auch, diese Atmosphäre, Grafik geht mir so am Arsch vorbei. Da können Vollpreistitel wie Daylight oder so, die kannst du im Vergleich im Dreck kloppen. Also die sind da nichts gegen. Quarry 4 war echt geil. Da. Echt. Ich meine, da Schritt für Schritt drauf hingewiesen wurde, die Story war wirklich gut. Gut, manches war jetzt ein bisschen weit hergeholt. Oder auch, dass mit der U-Bahn, dass sie losfährt, sobald da der Strom angeht und so, das war ein bisschen komisch, aber die Atmosphäre, die man hatte und das Rumlaufen und diese Rätsel waren einfach so. Manchmal backen die Türen übrigens hier rum, aber tun sie gerade nicht, was mich ziemlich wundert, aber gut. Man guckt hier etwas komisch aus dem Fenster raus. Und zwar bei dieser Tür hier. Guckt man raus, warum auch immer. Möchte ich auch mal kurz anmerken. Ja, ich kann nun weiterfahren. Aber diese Atmosphäre war einfach nur einzigartig. Das ist noch ein Stück. Ich glaube, ich war nur bis Winsen. Ab Hamburg und Harburg leckt es mir zu viel. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Das hier werden dann halt ganz viele Spuren. Hier sieht man noch S-Bahnhöfe manchmal. Die sind jetzt zwar nicht eingezeichnet auf dieser Karte, aber in der Realität sind sie da. Also mit Realität meine ich in der 4D-Ansicht. 3D. Wieso 4D? 3D. Man fährt dann eben hier lang. Das ist dann so ein Schienennetz. Hier kommt man über eine Brücke. Hier gibt es einige Brücken. Das ist recht interessant gemacht. Ich fahre, wie gesagt, nur bis Winsen. Mal gucken, Winsen oder Harburg. Na, ja, wahrscheinlich Harburg, weil dann halte ich ab Winsen mal die Klappe und dann könnt ihr mal den Sound tauschen. Draußen wird gerade Rasen gemäht. Da ist eine Brücke. Eigentlich eine ziemlich schöne da rechts. Aber gut. Ich mag jetzt nicht abbremsen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass das Spiel so ermüdet. Warum auch immer. Aber gut, kann man jetzt auch nichts ändern. Oder es liegt einfach daran, dass ich völlig müde bin, weil ich letzte Nacht nicht so gut schlafen konnte. Das wäre auch eine Option. Der möglichen Optionen.
schon die vierte Folge, die ich aufnehme. Guck mal von außen den Zug an. Von innen sieht er so aus, wisst ihr ja. Das ist die Außenansicht. Naja. Diese Scheibenwischer hypnotisieren. Oh. Tag, Kollege. Sag mal, dieser Zug ist ziemlich schnell rum. Oh. Ich glaube, da werden sie im Letters abgeschmiert. In der Tat. Na, okay, dann bedanke ich mich zu gucken. Ja, okay, das ist jetzt etwas blöd. Ich habe keine Folge voll gekriegt. Ich mag noch die Folge voll kriegen. Ich könnte schlafen. Und mein Wecker auf 15:41 Uhr stellen. Das wäre dann in 3 Minuten. Und dann beende ich die Folge. Ich will ja, dass er so lebt. Ich habe eine gute Idee. Wir werden jetzt einfach mal hier. Oh, funktioniert ja nicht. Moment. Als Lückenfüller. Interessant, ich habe noch gar keine Internetverbindung, möchte ich kurz anmerken. Jetzt habe ich so. Ja, komm, jetzt beende mal. Werde ich gleich machen, Moment. So, jetzt muss ich das hier mal kurz anpassen. So. War an die Seite. Oh Gott. Internet. Okay, mein Computer hängt gerade etwas schief, aber daran kann ich jetzt gerade auch nichts ändern. Ist halt so. Warum man die Seite gerade nicht öffnet, weiß ich nicht. Boah, es ist heiß, ich mag mich nicht bewegen. Aber dieser Scheißcomputer will es ja nicht anders. Moment. Ich weiß. Habe ich gemerkt. Jetzt habe ich das wieder drin, damit mein Computer mal wieder gerade steht. Ich kann was anderes, was noch gerade steht. So, jetzt öffne das mal bitte. Danke.